Ja, ich zeige Ihnen nun mein letztes Projekt, das ich realisiert habe. Und zwar ist das ein demontierbarer Kran für einen Anhänger. Die Idee, die habe ich eigentlich von Amerika mitgenommen. Dort gibt es solche Krane auch für Pickups. Wir in Europa haben ja keine Pickups, wir haben Anhänger. Und ich habe mir gedacht, okay, das wäre interessant, einen Kran zu haben, den man am Anhänger montieren und wieder demontieren kann. Und wie ich das nun gemacht habe, das zeige ich Ihnen jetzt. Wie gesagt, den Kran, den habe ich nicht selber gebaut. Das ist ein Standardkran, wie man ihn eigentlich überall kaufen kann. Das ist ein sogenannter Pickup-Kran und der hat in der Regel hier eine größere Plattform. Und die Idee ist dann, dass man diese Plattform auf die Ladebrücke des Pickups oder des Anhängers fix draufschraubt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eine demontierbare Plattform. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich jetzt mal hier an diesem Beispiel. Sieht man, da habe ich ein Vierkantrohr unten an die Plattform geschweißt. Und dann natürlich verstärkt, seitlich mit Metallplatten. So, wie wird nun dieses Vierkantrohr am Anhänger montiert? Dazu habe ich eigentlich unten am Anhänger habe ich ein Vierkantrohr mit einem Innendurchmesser von 4 cm montiert. Und die Idee ist, dass ich dann dieses Stück hier einfach in das Vierkantrohr unter dem Anhänger einschieben kann. So. Dann ist schon mal die Basis hier fixiert am Anhänger. Ich kann das dann hinten fixieren mit einer Schraube. So. Und dann ist das schon mal fix montiert. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Für die Seitenstabilität montiere ich hier nun ein Vierkantrohr mit einem Außendurchmesser von 5 cm mit 2 Bolzen. Ich zeige mal, wie das geht. So, die zweite Bolze. Dann sichere ich den hinten da, damit er nicht rausfliegen kann. Ja. So, das wäre dann die Montage dieser Seitenstabilität. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt geht es darum, diese Seitenstabilität auf beiden Seiten abzustützen. Ich habe mich dafür für solche Wohnwagenstützer entschieden. Die sind günstig zu haben, lohnt sich eigentlich nicht, das selber zu machen. Und ich stütze dann diese Seitenbalken hier auf beiden Seiten und in der Mitte ab. So. Das wäre einmal. Dann nehmen wir hier die zweite Seite. So, und jetzt ist es wichtig, dass dieser Balken in der Waage steht. Nehmt eine kleine Waage und bringe nun den Balken in die Waage. Das ist einfach einfacher nachher, um den Kranen zu drehen. Solange der Kranenmast hier horizontal steht, ist er sehr leicht zu drehen. Ich mache das Gleiche noch in der Mitte, wäre eigentlich nicht nötig, aber einfach aus Stabilitätsgründen bringe ich hier auch noch
eine Stütze an. So, es ist also alles von drei Seiten her abgestützt und jetzt bin ich eigentlich bereit, um den Kran zu montieren. So, jetzt montiere ich den Kranen. Ich stecke den einfach hier in die Hülse hinein. Ich habe jetzt den auseinandergenommen, damit die einzelnen Elemente nicht zu schwer sind. So, das ist das Grundelement. Und jetzt darauf kommt natürlich der Kranenarm. So, schauen, ob ich das hinbringe da. Ein bisschen. So, und dann selbstverständlich muss ich den auch noch hier montieren. So. Mit zwei Muttern sichern auf der Rückseite. So, jetzt ist der Kran eigentlich schon montiert. Jetzt machen wir den Versuch und laden mal etwas auf den Anhänger. So, jetzt pumpen wir hier den Arm auf die gewünschte Höhe. Jetzt haben wir die gewünschte Höhe erreicht. Mit dieser Höhe können wir also hier problemlos den Arm noch drehen, ohne dass wir die Decke touchieren. Und jetzt laden wir eine Kiste auf, die Forstkiste. Zeige dann auch, wie viel das die wiegt und dann zeige ich auch, wie der Kran sich verhält unter Last. So, jetzt werden wir mal die Kiste anheben, dann zeige ich Ihnen nachher, wie viele die wiegt. Ziehen wir da mal an. So, jetzt schwebt die Kiste und wie man hier sehen kann, wiegt sie ungefähr 118 Kilo, 120 Kilo. So, jetzt ziehen wir mal die Kiste auf die Höhe der Plattform des Anhängers. Gehen wir da mal rauf. So, ich habe jetzt die Höhe der Plattform erreicht und kann dann eigentlich mit dem Kran die Kiste einfach auf den Anhänger bringen. So. So, jetzt zeige ich Ihnen hier, wie die Kräfte auf die Basis wirken. Einfach damit man sieht, wo was gezogen und gedrückt wird. Ich hebe mal die Kiste an. So. Fixiere das da. So. Jetzt zeige ich das mal, wenn ich jetzt diesen Arm auf den Anhänger stelle, dann wirken die Kräfte auf die Mitte des Anhängers. Das heißt, jetzt wird diese Seite belastet und der Anhänger wird belastet. Wenn ich jetzt rausgehe mit der Kiste, in dieser Position ist der Anhänger belastet. Hier habe ich praktisch keine Last mehr drauf. Alles geht direkt auf den Anhänger. Jetzt gehe ich auf diese Position. Hier übernimmt diese Stütze und die Stütze des Anhängers. Und wenn ich dann weitergehe auf diese Position hier, ja, dann habe ich die Belastung jetzt auf dieser Stütze. Und hier die Stütze für den Anhänger, die will eigentlich raufdrücken,
aber die kann nicht drauf, weil der Anhänger schwerer ist als die Kiste. Wenn ich jetzt weiter drehe, jetzt gehe ich auf diese Position hier, so, ein bisschen mehr, ja. Jetzt habe ich eigentlich die volle Last auf beiden Stützen hier in der Mitte und hinten, das kann ich nach vorne kippen, weil hinten der Anhänger das Gegengewicht gibt. Und wenn ich jetzt weiter drehe, dann übernimmt die rechte Stütze das Gewicht. Man sieht es jetzt auch hier, wenn ich jetzt das mal auf diese Extremposition bringe, dann wird hier diese Stütze, die ist praktisch in der Luft. Ja, man sieht es hier. Wenn ich hier draufstehe, kommt sie wieder runter, aber jetzt ist sie auf der Luft. Das ist, weil diese Stütze jetzt die Last übernimmt und diese Stütze hier, die drückt nach unten, damit das Ganze nicht kippt. Also mit diesen drei Positionen und mit dem Gewicht des Anhängers kann ich eigentlich da problemlos Gewichte bis 450 Kilo drehen. 450 Kilo ist ungefähr das Gewicht des Anhängers. Funktioniert also sehr gut. Ich kann jetzt das hier runterlassen, wieder, wo ich will. Ich habe den Kranen natürlich jetzt nicht explizit für diese Kiste gemacht. Der Krane, den benutze ich auch, um größere Baumstämme und um die Spaltmaschine transportieren zu können. Das wär's mit dem letzten Projekt. Bis zum nächsten Mal.